Herzlich willkommen zu einem Part von Heyday Derby Rückblick. Wir blicken auf das vergangene Derby zurück. Ich habe immer wieder bei der zweiten Gemeinschaft mitgemacht. Da schauen wir doch mal direkt, wie die abgeschnitten hat. Dritter Platz, nice. Gibt wieder eine neue Trophäe für die zweite Gemeinschaft. Sehr gut. Sehr, sehr gute Leistung. Gucken wir uns gleich mal die Einzelergebnisse an. Erstmal hier die Belohnung abstauben. Kriege ich auch endlich mal wieder Belohnung. Mal Puzzleteile. Wird auf jeden Fall lustig, wenn ich mal wieder alle Puzzleteile dann. Ich habe nämlich so einen Markierungsfehler mal. Ich also alle Puzzleteile dann wieder einsammle. Weil sonst läuft das brauche ich nicht, weil mit dem mache ich eh kein Land frei. Deswegen, beziehungsweise Klopapier brauche ich nicht. Nö, nö. 2-6. Boah, das nächste Derby. Ach, das war das Power Derby, ne? Das 4-5er. Oh, war ja. Wie haben die Deutschen abgeschnitten? Das würde mich mal interessieren. Wer war das nochmal? Eine Deutsche war hierbei. Wie hießen die denn nochmal? Genau, yippie-yo, Schweinebacke, 15. Da sind leider abgestiegen. Egal. Nächstes Mal viel Glück. Einzelergebnisse. Genau, Jan hat 2021, Alex will nicht so heißen, 2456, Honigglas 2485, die N 2502, Antonella 2540, Anni 2567, ich 2000. Ach Quatsch, ich bin hier gar nicht. Oh, Tom 2706, dann ich. 2726, Donat 2768, Caroline 2880, 9x320 und 10 Aufgaben haben Teddy, Hulapalu, Martin und Patrick gemacht. Teddy 3149, Hulapalu 3190 und Martin und Patrick volle Punktzahl. Nice, nice, nice. Und hier die Maggie, die Baumeisterin, die wollte ich euch mal erklären, weil viele haben nochmal gefragt, was macht die eigentlich? Also die kommt montags immer und bleibt dann hier so 2 Tage stehen, 2, 3 Tage. Und bietet euch Designs für eure Gebäude an. Und LKW und Straßenverkauf. Jedes Mal ein anderes. Für 2 Diamanten könnt ihr euch auch noch mehr dazu holen. Und dann könnt ihr halt, rechts seht ihr in der Vorschau, was ihr da gerade aufrüstet. Und dann, wenn ihr auf Kaufen geht, dann habt ihr es natürlich gekauft. Ist natürlich sehr teuer, deswegen empfehle ich euch das eher im höheren Level. Hier gibt es auch noch ein Designbuch. Wenn ihr diese, Designs ausgerüstet habt, nur wenn ihr das ausgerüstet habt, dann kriegt ihr eine Belohnung, aber nur einmalig, nicht, ihr könnt das nicht immer neu ausrüsten, dann kriegt ihr eine Belohnung, nein, einmalig. Und die Belohnung ist aber sehr wenig. Ich glaube 15, ich glaube, ich hatte mal eins, hab da 15 Diamanten für gekriegt und dann habe ich mir gedacht, nee, mache ich nicht mehr. Wofür? Wofür den Stress antun? So, nächstes Derby, beziehungsweise erstens das Derby. Erster Platz, ja, nice. Sehr schön, und ich kriege wieder ein neues Hufeisen für meine neue Deko. Vielleicht. Kierungsfall, Brett. Schraube, Klopapier, Brett, Brett. Ich glaube, dafür brauche ich nicht drehen, oder? Nee. Passt schon. 2897, nice. Oh ja, das war auf jeden Fall Power Derby. Oh, danke schön für dein Abo, Lino Widder. Falls du das Video siehst, kannst du dich bei mir melden, dann kriegst du 50 Exte. Als Belohnung dafür, dass du mich bei der Videoaufnahme erwischt hast. Einfach auf Instagram oder Discord schreiben. Ja, 49.000. Wo sind die Deutschen hier? Flocky war eine Deutsche. Okay. Flocky ist Dritter. Nicht schlecht. Team 1 war Deutsch, ne? Ja. Siebter. Und Wunderkrebs. 10. Ja, nice. GG. Oh, Tom ist da. Tomboy. Einzelergebnisse angucken. Ach, die Musik fehlt. Ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Scheiße. Ah, gut, das mache ich auch nicht mal an. Egal. Tobis Farm 2753. Zocker 2795. Mia 1 Punkt mehr. Dominik 2807. Kilian 2823. Müllermeister hat 11 Punkt, ja, 11 Punkte mehr. Alex 2845. Marika 2866. Der Jonas 2872. Janek, Maggie, Kinga und Margit 9x320 Punkte. Nice. Dann komme ich mit 3159. Tanja 3175 und Winfried und Sanjo machen. Max Derby mit 10 Aufgaben 3200. Nice. Die Spendenliste in der zweiten habe ich vergessen. Jetzt mal kurz die erste durch. In der zweiten gucken wir uns jetzt auch noch mal eben kurz an. Eben kurz nochmal zurückwechseln.
Es fällt bei vielen auf, dass manche gar nicht spenden. Ist mir in letzter Zeit so häufig mal aufgefallen. Das ist gar nicht spenden und gar nicht erbeten. Das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Weil das ist immer so ein Zeichen, jetzt zum Beispiel bei mir, für Inaktivität. Ich bin natürlich nicht, oder Linny hier, ist komplett inaktiv. Ist natürlich nicht immer ein Zeichen für Inaktivität, weil ich spende. Also spenden kann ich meistens nicht, weil schon alles weg ist. Und erbeten tue ich einfach nichts, weil. Ja, warum soll ich was erbeten? Ich habe. In meinem ersten habe ich genug Zeus und ihr gebt mir auch genug in den Streams meistens. Deswegen erbete ich da meistens nichts. Außer in der ersten erbete ich noch was, weil da erbete ich meistens Marmeladen. Die kriegt mir auch nicht so häufig gegeben und. Ja, das war's für Storybrick. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.